unser Literaturkritiker im Studio. Morgen, Peter. Morgen. Du hast einen Bestseller-Autor mitgebracht mit einem neuen Roman, Andreas Eschbach. Ja. Viele vergleichen ihn mit Michael Crichton. Zu Recht. Dazu kommt, zu Recht, sagst du ja, schon. Ja, sag ich schon mal. Ja. Wollte gerade sagen, dazu kommen wir später. Wer steht denn im Mittelpunkt der Geschichte? Es geht um den Herrn aller Dinge. Herr aller Dinge heißt zumindest der Roman. Genau. Im Mittelpunkt steht Hiroshi. Das ist der Sohn einer Hausangestellten. Er verliebt sich, wir ahnen, wo die Geschichte spielt, also der Prolog zumindest in Japan. Er verliebt sich in jungen Jahren in die Tochter des französischen Botschafters. Und er ist besessen von der Idee, weil er arm aufwächst, den Gegensatz zwischen arm und reich aufzuheben. Während ja Charlotte als Tochter aus gutem Hause eigentlich solche Probleme gar nicht kennt. Und er schlägt sozusagen die Forscherkarriere, strebt er an. Und der Andreas Eschbach kann ihn vielleicht fast noch besser beschreiben als ich. Hören wir uns das mal an. Bin ich sehr gespannt. Ja. Okay. Aber gleichzeitig ist er nicht von dieser Welt. Also er hat ganz utopische Vorstellungen von Liebe, von Beziehung und eben auch von dem, was möglich wäre, wie ein Einzelner die Welt verändern könnte und denen aber mit einer übermenschlichen Hartnäckigkeit folgt. Und auch diese Einseitigkeit, diese Hartnäckigkeit ist auch was ihnen sozusagen aus dem Radius des Normalen heraushebt. Ja, das ist ein Charakter, der so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn schwankt und eröffnet wirklich die Büchse der Pandora. Und daraus bezieht der Roman seine Spannung natürlich. Herr aller Dinge. Das ist eigentlich der liebe Gott, ne? Ja. Wie kam es denn dazu, zu dem Titel? Ja, das ist ganz interessant. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, als ich noch als Lektor im Verlag gearbeitet habe. Das ist immer eine Riesendiskussion, wie der Titel ist entscheidend, genauso wie das Cover. Da wird also schwerst diskutiert. Das ist quasi ein Zitat aus dem Buch. Und ich möchte einfach nochmal den Andreas Eschbach zu Wort kommen lassen, weil er das eigentlich sehr sympathisch und nett erzählt, wie es dazu kam. Ist also ein Zitat aus dem Text selber, der mich angesprungen hat und hat gesagt, hier, ich bin der richtige Titel. Und da habe ich gedacht, na gut, schlage ich das mal vor, weil es ist ja nun nicht so, dass jeder meiner Titel so einfach passieren würde im Verlag. Da hat es teilweise schon Diskussionen gegeben und manchmal auch Veränderungen. Aber in diesem Fall war es überhaupt kein Thema. Ja, wer sich das Cover genau anguckt, wunderbar, wir sehen es hier, kann erahnen, dass es sich um Nanotechnologie dreht. Ich erzähle jetzt mal absichtlich nicht, wie der Hiroshi diesen Gegensatz zwischen Arm und Reich aufheben will. Er forscht eben in dem Bereich Nanotechnologie, das ist hochspannend, auch sehr aktuell. Der Andreas Eschbach hat mir im Interview erzählt, dass wir eigentlich fast überhaupt noch nichts wissen über diese Art von Technologie, dass wir da ganz am Anfang stehen und Autoren, er kommt eigentlich aus Stuttgart, haben ihn immer gedrängt, mal was zu schreiben zu diesem Thema. Und der eben schon erwähnte Michael Crichton, der hat vor Jahren ja mal auch schon ein Buch über das Thema geschrieben. Und das ist hochspannend. Und weil er verknüpft das eben auch hier, das ist auch, glaube ich, fast das erste Mal so mit einer Liebesgeschichte. Die passen aber eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Also diese Charlotte und der Hiroshi, wenn sie sich eben treiben lässt im Leben, geht er fast über Leichen, um sein Ziel zu erreichen. Und es kreuzen sich ihre Wege immer wieder und sie kommen sich näher. Und es ist ein bisschen wie mit Magneten. Also man zieht sie an, stößt sich ab. Das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Kennen wir ja aus dem wahren Leben. Klingt auch nach ganz vielen spannenden Ebenen. Ja. Du hast den Vergleich mit Michael Crichton schon angesprochen, ja. Und sagst, zu Recht, du bleibst dabei. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen differenzierter zu sehen. Also der Michael Crichton ist amerikanischer Autor, klar. Wir kennen Jurassic Park und all diese Dinge. Das sind große Fußstapfen, in denen Andreas Eschbach hineintreten könnte, müsste. Man täte ihm Unrecht, wenn man ihn ganz einfach nur so daneben stellt und sagt, das ist jetzt unser Deutscher Michael Crichton. Er kann weit mehr, er hat einen ganz anderen Ansatz, während Crichton manchmal ein bisschen pathetischer ist der Andreas Eschbach, man hat ihn ja eben auch gesehen, ein bisschen kopfgesteuerter, ein bisschen bedächtiger. Ich hatte das Glück, Michael Crichton kennenzulernen, ist er leider gestorben, er war auch bei uns hier im Studio, der ist nochmal einen Kopf größer als ich und unheimlich smart und freundlich gewesen und ganz toller Autor, den ich auch sehr verehre, weil er einfach auch immer innovativ war, aber das ist eben Andreas Eschbach auch. Und es ist ganz schön, diese Vergleiche helfen den Lesern bei der Entscheidung des
das Buch zu kaufen. Deswegen sagen wir das einfach mal. Ich empfehle das Buch zum Kauf. Ein Kaufbefehl, hat Harald Schmidt früher immer gesagt. Yes, sir. Genau. Toller Herbstschmücker. Ja. Danke, Peter. Bitte.